Ja, herzlich willkommen zurück zu Amalur. Oh Leute, ihr wisst gar nicht, ich mache hier gerade emotionale Tiefen durch. Holy shit, Alter. Vorhin war ich noch groß am Weinen. Jetzt bin ich am Lachen. Ah, ohne Witz, das ist richtig wild. Da gucke ich noch Supernatural zu Ende und ich muss sagen, dieses Ende, diese letzte Folge, ich habe die so gefühlt, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich die Folge gefühlt habe. Das war, ich habe die Folge so gefühlt. Ich musste ab der Hälfte der Folge, ich musste wirklich weinen. Ich musste gefühlt mindestens 20 Minuten lang weinen. Und im Nachhinein fast auch noch ein paar Mal. Weil da sind so ein paar Dinge passiert, die waren einfach, die haben mich einfach berührt. Ich habe einfach ein paar Momente davon einfach, ich habe das zu 200% gefühlt, weil es mir auch schon fast so ging. Und ja, das sind so die Sachen. Das erinnert mich an die schlechten Dinge in meinem Leben, die Fehler, die ich gemacht habe, die zum Glück vereitelt wurden. Und ja, gut, ich möchte dazu nicht mehr sagen. Vielleicht, wenn, guckt es euch an, guckt euch die letzte Staffel von Supernatural an, vielleicht wisst ihr, was ich meine, vielleicht könnt ihr mich auch nicht verstehen, je nachdem, aber es ist so. Und dann auf einmal bin ich gerade wirklich so halb am Weinen, wollte ich aufnehmen, war aber trotzdem noch so, mich hat die Sadness wieder bespült, aber ich muss sagen, es tat auch richtig gut mal wieder weinen zu können. Ich habe echt oft nach einem Grund danach gesucht. Und dann dann schickt mir Yannick so ein Video, weil er mir das so erzählt, von ein paar Sachen erzählt hat. Ich schicke ihm eine Nachricht, gehe kurz auf Toilette, war immer noch so richtig sad. Und auf einmal sagt mir WhatsApp, ich soll meine Nachrichten überprüfen. So, hier ausstehende Nachrichten. Und was kommt für eine Nachricht zurück? Ich frage mich, was Besin hier wollte. Halt's Maul! Hat er gesucht? Ich bin gerade am Erzählen. Und dann schreibt mir nicht Yannick. Ich schreibe mir fucking Schabert aus der Magic Community um 12 Uhr nachts, ob ich eigentlich Magic Arena spiele. Wie random ist das denn? Wie random kann sowas passieren, dass mir irgendein Dude, den ich vom Magic Spiel kenne, mir um 12 Uhr nachts schreibt, wenn ich halb am Heulen bin? Ob ich Magic Arena spiele, ja? Ach, ihr wisst gar nicht, wie ich lachen musste. Es war einfach, ich wusste jetzt nicht mehr, ob ich jetzt lachen oder weinen soll. Oder beides. Es war einfach so. Es war schon teilweise Comedy Gold. Also, was anderes kann ich dazu nicht sagen. Es war uff. Und jetzt erzählt er mir noch random von anderen Leuten aus der Community, die jetzt irgendwie aktuell in Berlin sind, warum auch immer er mir das erzählt. Ich habe ihn nicht danach gefragt, aber okay, gut. Vielleicht möchte er sich mitteilen. Also, ich kenne die Leute ja auch. Das ist ja kein Vergehen. Es wundert mich nur, dass er so random, ist bloß random damit gekommen. Und dann hat er mir erzählt, dass ein Dude tatsächlich irgendwie schon Berliner war. Jetzt kann ich auch immer das Berliner Auto verstehen, das dann immer da stand. Weil da war immer so ein Auto mit Berliner Kennzeichen. Ich habe mich immer gefragt, das ist so die große Frage, die so, was will ein Berliner in so einer Windstadt wie Dillingen? Nur um da Magic zu spielen. Das ist so die große Frage. Ich hätte auch verstanden, wenn er nach Augsburg geht, so. Weil Augsburg ist halt schon ein bisschen größer als Dillingen. Ist so, wenn du von der Hauptstadt des Landes, von einer der größten Städte,
Vielleicht habe ich sogar von der größten Stadt. Ich weiß nicht, welche Stadt in Deutschland die größte ist. Aber wenn du von da mitten in die Provinz tatsächlich noch irgendwo am Rande von Bayern nach fucking Dillingen gehst, nur um da irgendwie aus, ich weiß nicht, ich glaube, der war aus beruflichen Gründen teilweise auch da, nur um da dann Magic zu spielen. Es ist wild. Es ist dieses andere Wild. Ich sag's euch, Leute. Ich sag's euch. Es ist einfach dieses andere Wild. Und die macht auch einfach Liegestützen, wenn ihre Freunde getötet wurden. Das ist so. Und das werden jetzt sogar so eine Sehne Speckkämpfer versus Speckkämpfer. Es kann nur ein Speckkämpfer gewinnen. Es ist wild. Es ist einfach wild. Ich sag euch, dieser Abend, ohne Witz, ich glaube, sorry Schaber, dass ich jetzt kurz rausgehe, aber ich muss jetzt, weil wir haben ja nach 12 Uhr, ich muss jetzt auf mein Horoskop gucken, mal schauen, was, halt's Maul mit deiner Casino-Werbung. Was, Stimmung 90%. Ich sag euch, diese Horoskop-App, die hat so recht. Meine Stimmung ist fast auf dem höchsten Level aktuell. Also, Stress wegen 65, okay. Glück 45, Humor 35, okay. Ich glaube, das lügt tatsächlich, weil mein Humor ist gerade wieder aktuell am höchsten, aber vielleicht lädt es nachher auch nochmal neu. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus. Jetzt muss ich mal warten, viel mehr antwortet. Tatsächlich, diese Konversation ist mega random. Aber vielleicht, ich weiß nicht, kann aber auch sein, dass er das... Wobei, ja gut, mit Schabert habe ich tatsächlich relativ wenig geschrieben. Weil Schabert ist auch so mehr so... Tatsächlich, bei mir ist so dieser Dude... Also ich mag ihn, ja. Also er ist schon korrekter Boy. Er ist einer von denen, mit denen ich mich tatsächlich verstanden habe. Weil es gab da einige Leute aus der Community, die ich jetzt nicht so mag. Und ich habe ab und zu mal mit ihm geschrieben, aber dann halt so wie bei vielen Leuten, ich habe einfach aufgehört. Es ist quasi einfach so dieses, ja, ich schreibe und dann antworte ich nicht mehr so. Und das halt für 2 Jahre mal. Da gibt es Leute, die können euch Geschichten darüber erzählen. Also wieso haben die alle Speere? Die hat ein Speer, die beiden haben ein Speer. Und was habe ich? Ich habe ein Großschwert. Ich hätte auch gerne ein Speer. Ich finde es mega unfair. Was kommt als nächstes? Leute, die Zweihandäxte benutzen, oder? Ich sag euch, das kommt auch noch. Wenn das kommt, ich sage, wenn es hier Leute mit Zweihandäxten gibt, wenn die noch kommen. Ich schreibe den Beschwerdebrief. das ist mega, mega wild. Das ist entertaining pur. Um 0 Uhr 46. Dienstag nachts. Ja, die Nacht von Montag auf Dienstag. Müsst ihr wissen. So, ich muss hier ab und zu mal kurz stoppen, damit ich schreiben kann, weil ich möchte jetzt nicht Folgenzeit damit verbringen. Meine Mutter war hier vor langer Zeit. Sie hat damals viele alte Stätten aufgesucht. Verbringen, hier die Folge zu strecken, indem ich ihm schreibe und seine Antworten lese. Weil ich denke nicht, dass ihr das wollt, dass ich einfach nur hier rumstehe und nichts tue, wenn ich auf WhatsApp antworte. Aber ich muss sagen, das sind immer so diese Momente, Leute, immer diese random Sachen, die mir in meinem Leben passieren, weil ich bin ja sehr anfällig für sowas. Also ich glaube, das Randomness-Level in meinem Leben ist höher als bei so manch anderem.
Vielleicht absichtlich, vielleicht unabsichtlich, ich bin mir nicht sicher, aber mir passiert öfter solches Zeug. Genauso wie ich random von Leuten in der Arbeit angeredet werde oder sonst was mit irgendwelchem Zeug, was mich halt in keinster Weise interessiert oder was sowas von unwichtig ist. Ich kann aber leider nicht einfach weggehen oder manche Leute folgen mir sogar, wenn ich einfach weggehe, was auch dies in seiner sehr ungünstigen Position, holy shit, was auch sehr wild ist. Also sagen wir mal nur, wie dieser eine Dude, der mich am Samstag dann mitten in der Früh angelabert hat, so der labert mich eigentlich immer ständig immer so komisch an und erzählt mir irgendwelches Zeug, gehe ich raus zu meinen Straßenaufsteller rausschieben und er sagt zu mir so, ja, weil es dann hat er zu dem Zeitpunkt ja minus 2 Grad und hat geschnien um 7 Uhr in der Früh. Und er hat zu mir so, also ich glaube nicht, dass wir jetzt Frühling haben, sondern mir kommt es mir vor wie Winter. Oder wie diese Leute, die mich gefragt haben, ob wir Glühwein verkaufen, weil es ist mehr Winter als Frühling, also wieso nicht auch Glühwein? Dann denke ich mir so, Alter, halt's Maul, bitte halt einfach den Maul. Es sind so Dinge, das sind alles so Dinge, die sind mega unnötig, weil wir haben schließlich April und jeder sagt, im April ist es normal, minus 2 Grad mit Schnee zu haben. Ich kann es nicht relaten. Ich weiß nur, ich hatte auch mal Zeiten, da hat es an meinem Geburtstag im Mai geschnien. Also ist alles schon passiert. Dieser Ort. Aber wonach suchen Sie nur? Es gibt hier keine Relikte, nur längst vergessenes Wissen. Doch dieses Wissen könnte mächtiger sein als jedes Relikt. Sie hat ihre Frage selbst beantwortet. Richtig schlaues Mädchen. So. Mal gucken, wie viele wir da noch töten müssen. Ich frage mich ja nur, wie lange die Questline eigentlich überhaupt noch geht. Weil die ging jetzt schon recht lang. Also, da muss ich sagen, da war die Questline vom Haus der Balladen dann doch kürzer. Aber vielleicht ist das Haus der Balladen auch, also, wobei, gut, ich muss sagen, das Haus der Balladen war eh so, wenn du der Quest, also wenn du dem gefolgt bist und der Storyline, dann war es ja eh relativ schnell durch, weil die ganzen Sachen ja recht nah aneinander lagen. Und hier haben sie einen ja quer durch den ganzen Kontinent geschickt. Aber vielleicht ist es auch gewollt, also, bin mir da nicht sicher, dass quasi so die... Das Haus der Balladen mehr so dieses Anführungsding. Ich will nicht mit dir reden. Es war nur ein Versehen. Ich hab dich nur aus Versehen angesprochen. Finde ich so schweigsam. Okay, gut, ich muss sagen, ich denke gerade wieder nach, weil ich gerade gelesen habe, was er geschrieben hat. Und ich überlege, was ich dazu sagen soll. Jetzt sind wir tatsächlich doch in eine Schiene gerutscht, die jetzt doch recht etwas. Die dann auch etwas mehr rechts wissen. Ja. Braucht. Wenn man von Magic Arena auf einmal zu Pachtverträgen und Ladenschließungen und sonst was kommt. War es schon ein bisschen mager, also muss ich ehrlich sagen. So, also
wenn ihr wissen wollt, worüber es gerade geht, es geht gerade aktuell darum, also wir sind ja von Magic zu Leuten aus der Community gekommen und ich meinte da nur so beiläufig, so ja, je nachdem, nicht, dass am Ende Bertie seinen Laden zumachen muss. Und er meinte so, ob das wirklich so der Fall sein könnte, dies und das. Ihr denkt wahrscheinlich eher, dass wenn irgendwie das Kino das neben dran ist, weil da ist neben seinem Laden ist auch ein Kino. Das Kino in Dillingen. Und ist nicht wirklich groß. Da war ich auch mal drin. Ich glaube einmal, die haben halt irgendwie nur 2 oder 3 Säle. Und könnte sein, dass die mal expandieren. Und dann würden die halt eventuell den. Weil der Laden ist ja gleich neben dran und das wäre halt so eine. Da ist noch so ein kleiner anderer Laden, so ich glaube so ein Nagelstudio oder was das war, mittlerweile neben dran. Vorher war so ein Schlüsseldienst mal drin. Und dass die halt eventuell dann sagen, dürfte nicht mehr weit sein. Ja, okay, wir kaufen jetzt einfach hier dieses ganze Gebäude zusammen und dann müsst ihr halt rausgehen, so. Dass das halt er ist, aber er hat zu mir jetzt schon gesagt, Corona hat ihn halt schon stärker getroffen. So wie es halt erst alle kleinen Läden trifft, unter anderem. Und er ist halt auch nicht der Held der Steine. Also das muss ich dazu sagen. Der jetzt, oder die Leute von Trader, die halt eigene Läden, die mehrere Läden haben, die sogar Video, die auch Geld mit ihren YouTube-Videos natürlich verdienen, indem die halt einfach bloß solche Info-Dinger machen und sowas, also wobei, da denke ich mir, hätte er da vielleicht, wäre damals auf den Hype-Train aufgesprungen und hätte solche Sachen vorgestellt tatsächlich. Dann wäre es vielleicht anders. Dann wäre es anders. Dann würde vielleicht in einer anderen Lage sein. Dann gibt es vielleicht genügend Leute, die bei ihm Magic-Sachen kaufen. Nicht so wie ich, der einfach hingeht und dann für 200 Euro einkauft. Und ich halt einer der wenigen bin, die das tatsächlich machen. Weil die halt, ich einfach sagt, ja, okay, ich könnte mein Zeug halt für billiger im Internet kaufen. Oder ich fahre halt einfach schnell vorbei. Und er ist fast tot. Und ich fahre halt einfach mal schnell vorbei. Und hol das Zeug halt ab. So. Bezahl dann schnell und nimm's dann mit. Also. Da bin ich tatsächlich recht flexibel. Vor allem, wenn ich bei Yannick bin, ist nach Dillingen gefühlter Katzensprung. Und ich kann dann eh nochmal. Gibt's noch mal so einen Weg so weiter hinten rum, da kann ich quasi dann einmal durch einen Ort durchfahren und dann gibt's da so einen längeren Weg und dann komme ich da auch zu mir, da müsste ich nicht denselben Weg von wieder bei Yannick vorbei und so dann fahren, sondern da könnte ich so einen gewissen Weg dann außen rum fahren und so. Wäre ist sogar für mich recht praktisch. Also das ist gar kein Ding. Fahre ich lieber vorbei, dann fahre ich eine Dreiviertelstunde so in der Gegend rum. Wobei, ich fahre einfach eine Dreiviertelstunde eigentlich schon. Jetzt fahre ich mindestens 1,5 Stunden in der Gegend rum. Aber hey, ich habe ja sonst nichts anderes zu tun. Und ist halt immer lustig. Also muss man dazu sagen. Seht nur, oh. Kapelle der Erstgeweihten. Oh, Niskaro. Oh, Moment mal. Wisst ihr, was wir eigentlich mal machen könnten? Ich hab das Amulett weggelegt. Nein. Oh mein Gott, ich wollte doch dieses. Wir hatten doch. Erinnert euch bestimmt. In der letzten Folge habe ich so ein Amulett gehabt. Da habe ich mal durchgeguckt. Mit 20% mehr Damage gegen Niskaro. Das wollte ich eigentlich aufheben, weil ich wusste, ich kämpfe doch safe nochmal gegen Niskaro wieder in den nächsten. In den nächsten Quest. Und was mache ich? Ich lege das einfach in die Truhe rein. Oh mein Gott. Aber jetzt frage ich mich eigentlich schon, wie dämlich ich eigentlich bin. Aber immerhin, das kann ich zum Plunder hinzufügen. Hey, immerhin irgendwas gemacht. Also wirklich, das ist halt... Das Yeah.
Ist halt doch alles ein bisschen wild. Muss ich sagen. Ich lasse ihm mal ein bisschen Zeit, damit er schreiben kann. Oh! Ich schwöre, Niskaru. Noch mehr. Ja, das wird eine Magierin. Und der Niskaru ist echt. Das ist kein Fake-Beschworener. Ich habe den falschen ausgewählt, aber... Dieses Wandgemälde. Ich muss es mir genauer ansehen. Okay. Das müsste doch, glaube ich, mal. Das sieht mir so aus, als würde das eine Geschichte erzählen. Von dem Dude. Der benutzt den Schicksalshammer. Was war der Schicksalshammer nochmal? Ach ja, stimmt, der Doomhammer. Also irgendwie keinen Sinn eigentlich macht, ganz ehrlich. König Ermon steht vor dem Tor der Erati, während sein Sohn Eragon kniet. Dritte Erstgeweihte in dieser Szene, Kerwin, streckt ihren legendären Speer in die Höhe. Das ist es. Und er tötet Dämonen. Das sind gesamte Pläne, hier in den Aufzeichnungen unserer eigenen Geschichte. Das Wandgemälde erzählt von dem Magier Farlang, der sich selbst zum König der Niskaru machen wollte. Und davon, wie Eragon ihn aufhielt. Besin glaubt, er könnte Erfolg haben, wo Farlang scheiterte. Und er hat möglicherweise recht damit. Oh mein Gott, das ist der. Okay, bei dem habe ich auch schon mal ein paar Karten gekauft. Weil er das Wissen, das er benötigte, an keinem anderen Ort erlangen konnte. Alles, was er braucht, ist hier beschrieben, bis ins kleinste Detail. Besins Lakaien nennen sich selbst die Falangi. Genau wie es Besin jetzt tut, hatte der Magier Farlang einst verfluchte Artefakte zusammengetragen und mit ihnen eine Reihe niederer Niskaru beschworen. Versteht ihr? Besin folgt jedem Schritt von Farlangs Weg. Okay, wir werden ihn aufhalten. Das müssen wir auch. Farlang hatte versucht, einen Niskaru-Lord aus seinem Gefängnis in den Bergen zu befreien. Mit einer derartigen Macht im Rücken wäre er unbesiegbar gewesen. Und Besin versucht, es Farlang gleich zu tun. Also müssen wir wie Eragon sein und ihn aufhalten. Okay, wir gehen dann einfach hin und schneiden ihn mit unserem Schwert einfach so ganz easy in zwei Hälften. So wie der Dude es auf dem Bild macht. Ein so machen wir das. Ein geschöpftes Chaos mit gewaltiger Macht. Wenn es auf die Welt losgelassen würde... Aber das darf nicht geschehen. Niemals. Wir haben doch schon einen getötet, oder? Aber Farlang hat versagt. Ja, das ist er. Dank des mystischen Hammers, geschmiedet von Eamon für seinen Sohn Eragon. Er allein konnte Farlangs Zauber brechen und den Niskaru-Lord wieder in sein Gefängnis. Aber wenn wir den Hammer nicht haben... Ich weiß zwar von ihm, jedoch nicht, wo er sich befindet. Doch dabei könnte uns Delfric weiterhelfen. Kehrt zur Schildringfeste zurück. Ich werde zur Eisenhagfeste in die Türe reisen und so viel wie möglich über ihn herausfinden. Trefft euch dort wieder mit mir. Da waren wir auch schon. Wie kann ich diesen Hammer finden?
Ja, gut. Ich will... Okay, ich muss das so machen. Oder? So. Okay, die Thumbnails sind gemacht. Das finde ich schon mal gut. Dann gehe ich hier einfach raus. Oder? Ich glaube, ich habe hier schon alles. Und natürlich kommen hier 1000 Spinnen raus. Ah, aber sie ist auch wieder da. Stimmt, ich kann das ja nicht immer durchspammen. Kann ich von hier aus eigentlich schnell reisen? Das würde mich jetzt interessieren. Nein, das kann ich natürlich nicht. Dann muss ich wieder zurückfahren, okay. Da seid ihr ja. Ist es Zeit zurückzukehren? Und da seid ihr euch wirklich sicher? Ich bezweifle, dass wir dieses Ufer je wiedersehen werden, wenn wir erstmal fort sind. Ist mir egal. Dann brechen wir auf. Die Folge ist eh gleich voll. Muss Schabert noch einen Moment warten. Der hätte ich aber tatsächlich noch gesagt, dann mache ich jetzt eigentlich nur noch schnell noch sowas wie mit dem Sumpfstiller. Dass ich einfach nur diese kleinen Kack-Quests noch abgebe, die ich eigentlich noch so abgeben kann. Das ist ja keine schlechte Idee. Wow. Du hattest mir gerade meinen ganzen guten Tag. Schon ein bisschen... Ein Gebet für unsere Truppen. Schon ein bisschen so... Es killt schon ein bisschen die Atmosphäre, wenn der einfach sagt so... Was für ein schöner Tag. Ruiniert ihn nicht. Schönen guten Tag. Was schreibt er jetzt? Vielleicht ist ihm noch was aufgefallen. Na, was ist das denn? Der gesamte Sumpfstiller? Ich wusste, ich kann euch trauen. Dann nehme ich das mal an mich. Von wo guckt der hin? Gold. Er guckt einfach geradeaus so. Und er steht einfach so neben ihm. So, oh hey. Hier. Gibt ihm einfach so diese Flaschen einfach mal so kurz rüber. Steckt es ihm so in die Hosentasche. Aus den Ruinen, Kobolde töten. Ah, ich muss mit dem ja auch wieder reden. Mal gucken, was der so zu sagen hat. Ich warte jetzt noch, was Schabert schreibt. Ich warte es mal ab. Dann antworte ich ihm. Oh, er hat aufgehört zu schreiben. Oh nein, er schreibt noch. Ich grüße euch. Ah, ihr seid zurück. Eure siebte Arbeit wartet schon auf euch. Die von euch gesammelten Gegenstände ergeben zusammen den Amrüntischen Reif, die Krone der Könige von Kandrian. Eure siebte Arbeit besteht darin, diese Krone wieder zusammenzusetzen. Es gibt nur einen Ort, wo der Amrüntische Reif wieder zusammengesetzt werden kann, Onarach. Sucht eine Feien-Gemmenschleiferin namens Handy und sagt ihr, dass ich euch schicke. Sie wird euch dabei helfen, den Amrüntischen Reif wieder zusammenzusetzen. Okay. Es ist eine alte Krone für alte Könige. Mehr möchte, dann bis später. Okay. Wenn es nicht weiter nichts ist, dann... Planeswalker. Oh mein Gott. Ich glaube, Schabert ist auch ein Legastheniker, so wie Yannick.
Ah, Krudox, 4 von 5. Okay, richtige Gewänder. Was ist das eigentlich? Beschafft Schrift. Ach, das muss ich da oben machen. Ja, okay. Wo muss ich jetzt den Helmgard-Feste? Oder muss ich zu Schildring? Nee, Eisenhag. Schildring-Feste. Zu welcher Feste muss ich jetzt nochmal zurückgehen? Eamons Island. Ah, zu Schildring-Feste. Okay, da beende ich dann auch die Folge. Weil dann könnt ihr das nachher sehen. Ich nenne das dann einfach Eamons Island. Und ich, das habe ich ja auch schon. So, dann würde ich jetzt sagen, mache ich jetzt kurz den Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Also wir sehen uns wirklich gleich wieder.